Contrail 1095, ready for takeoff. Clearance for takeoff runway 03. Winds 6 knots. Course 040. Cleared for takeoff, Contrail 1095. So. Dann können wir starten. Schub. Smoothly to full. Vollgas. Wir sind cleared for takeoff. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Kann aber auch sein, dass wir schon so geübt sind, dass das alles soweit passt. 110 Knoten haben wir jetzt schon. Wir ziehen. Zack, passt. Call me on 9000 feet. Contrail 1095 on 1000 feet. Roger, call me on 9000 feet. Okay, call you on 9000 feet. Contrail 1095. So, wir drehen jetzt eine kleine Rechtskurve. Ich mache uns mal etwas höher. Niner? Also ich verstehe diesen Spanier nicht. Ich soll ihn kontaktieren auf 9000 Fuß. So weit komme ich doch gar nicht. So komme ich doch gar nicht in der Zeit. Naja. Ich glaube nicht, dass die Portugiesen besser sein werden. Eieieiei, okay. Naja, zumindest sind wir schon mal in der Luft und das ist gut und soweit passt auch alles. Aha, ich gucke noch so ein bisschen unglaubwürdig in die Checklisten hinein, weil ich immer noch das Gefühl habe, wir haben irgendwas vergessen, aber ich glaube, das passt so gut. So, dann können wir die Kleinbord-Checklist durchgehen. Landing Lights aus. Taxi Lights aus. Anti-ISS required. Fuel Mixture können wir gleich nochmal etwas nachgehen. So, bis Berax fliegen wir jetzt noch manuell und danach gehen wir zurück in den Autopiloten. Wir schauen uns das Ganze. Oh! Jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Gear up. Member joined. Haben wir vergessen. Naja, gut. Steht denn das? Achso, in der Takeoff-Checklist. Naja, ein bisschen ungünstig, ne? Hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn wir jetzt nicht nach draußen gegangen wären, aber egal. So, da hinten ist der Airport. Wir entfernen uns so langsam. Hier so ein kleiner, schöner See. Ja, macht doch eigentlich einen guten Eindruck da hinten. Der Atlantische Ozean. Ja, wir fliegen jetzt so ein bisschen über die Berge. Wir steigen weiterhin. Machen jetzt den Autopiloten an. Na, stellen das Heading ein, da müssen wir lange drehen. Das hat jetzt nicht zu uns gesagt, oder? Nolle Recibo. Okay, ich glaube, er kann nicht empfangen, soweit ich das aus meinen Spanischkenntnissen entnehmen kann. Ja, bevor ich euch hier länger aufhalte, würde ich sagen, wobei jetzt könnte es vielleicht gerade mal ein bisschen spannend werden.
Was macht der? Hallo, 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 hallo. Ah, okay, der geht nur auf den Kurs. Der geht nur auf den Kurs. 4-1-6-0-4. Ja, okay, irgendwas Spanisches. Ja, wir gehen jetzt zu meiner Außenperspektive. Okay. Die fette Wolke hier. Ah, okay. No sé was. Ja, hat er uns dummerweise angeschrieben. Mein Gott, also so ganz erfahren scheint er auch nicht zu sein. Also nicht so aufs optimale Verhältnis zwischen lernenden Piloten und dem lernenden ATC und dann auch noch in Spanier. Naja. Gut. Ja, wie gesagt, ich gebe jetzt lieber ab, bevor ich hier noch nur zeige, wie wir hier steigen. Machen wir einen kleinen Cut und ich melde mich wieder, wenn wir oben in der Luft sind. Beziehungsweise, wenn es weitere Updates gibt. Jawohl, bis dahin. So, ich melde mich jetzt doch nochmal ganz, ganz kurz wieder. Ich habe es leider nicht aufgezeichnet, allerdings, vielleicht sieht man es ja noch. Er ist jetzt schon zu weit weg. Kurz bevor ich auf Stopp gedrückt habe, ist uns eine Maschine entgegengekommen. 1500 Fuß über uns, genau auf dem gleichen Kurs. Das war, ja, es war schon richtig eng. Hört sich zwar nicht so an, aber 1500 Fuß, der war im Prinzip direkt neben uns oder direkt über uns. Ja, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas nicht falsch verstanden habe beim Fragen der Clearance, oder was ich eher vermute, ist, dass der Lotse da irgendwie ein bisschen Scheiße baut. Also das kann ja nicht angehen, dass sich zwei Flugzeuge, die sich kreuzen, ich bin ja noch gestiegen, ja, hätte ich jetzt eine andere Maschine, eine etwas stärkere, die schneller steigen könnte, geflogen wäre, dann wäre es locker zum Zusammenprall gekommen. Also, ja, ohne Worte, schnell weg aus diesem Land. Naja gut, wir fliegen übrigens danach, nach Evora fliegen wir nach Malaga. Ja, da sind wir ja wieder in Spanien. Naja, mal gucken. An dieser Stelle würde ich gerne trotzdem nochmal ganz schnell die Werbung einwerfen für die Contrelair.com. Einfach mal nachschauen, die virtuelle Airline im Internet. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch unser Flug wird dazu gerechnet. Das Besondere nämlich bei der Contrelair.com ist, dass sie nicht nur Linienflüge annimmt, sondern auch Charterflüge und sogar VFA-Flugzeuge wie unseres unterstützt und so weiter und so fort. Also genial, die haben auch Touren etc. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Ja, das war's von mir. Ich melde mich wieder, wenn es spannende Sachen gibt. Wie gesagt, die Cruise-Checklist sagt uns ja nur, dass wir mit dem Fuel Mixture nachgehen, die Cold Flaps schließen. Und das war's. Also, wie gesagt, bei dem Flugzeug ist eigentlich nicht viel zu tun. Nur am Anfang, wenn man sich nicht ganz damit auskennt. Bis auf das Fahrwerk, das sollte man natürlich auch wissen, dass man das einfahren sollte. Ja, genau. So, bis dahin dann, ne? Ich melde mich wieder hier aus dem Cockpit unserer Beechcraft. Ja, und während dem Flug ist eigentlich nichts Spannendes passiert. Wir hatten kein großes Verkehrsaufkommen. Ja, und deswegen sind wir jetzt schon beim Top of Descent. Das heißt, wir fangen an zu sinken. Wir machen mal wieder das Panel Light an. Und sinken erstmal auf 6000 Fuß. Da stellen wir unseren Autopiloten ein. Und damit wir nicht zu schnell werden, nehmen wir noch etwas Schub raus. Jawohl, da kommt auch schon die Meldung. Gear up. Das heißt, das Flugzeug erkennt schon, aha, okay. Wir sind im Sinkflug und erinnert uns daran, dass wir das Fahrwerk noch nicht ausgefahren haben. Ja, kommen wir wieder zum Thema Wetter. Also bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus, allerdings ist es tatsächlich etwas schlechter geworden. Also ein paar graue Schleierwolken sind wir... ist da schon zu erkennen. Da hinten wird schon etwas schlechter. Naja, mal schauen. Die Wettervorhersage war eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ist ja Echtzeitwetter, dass wir hier fliegen.
Und ja, weil wir während dem Flug nichts gezeigt haben, oder weil ich während dem Flug nichts gezeigt habe, und wir jetzt noch etwas Zeit haben, wir schauen mal ganz schnell aufs GPS. Wir haben jetzt hier Olga inbound, sinken jetzt kontinuierlich, das sollte alles soweit passen. Gebe ich ab zur Airshow. Hier wird es wieder richtig bewölkt. Links um uns herum und rechts auch. Wieder fette Wolken, also weiß ich nicht. Anscheinend möchte uns das Wettertool immer gern eine schöne Landung bescheren mit etwas schlechterem Wetter als zu Anfang. Ja, leider kein Lotse hier in Portugal gerade online. Ansonsten Q&H gerade angezeigt worden, 1021. Mal schauen, ob das so bleibt. Ich notiere mir das schon einmal. Descent check, das ist alles okay. Die Landing Lights machen wir schon mal an. Wir sind unter 10.000 Fuß. Und den Rest machen wir dann im Approach. Das wird heute alles ein wenig spannender, sage ich jetzt mal. NBA 2K Action findet ihr, wenn ihr auf das linke Video klickt. Die schnellste Runde mit dem Audi R8 auf der Nordschleife in Assetto Corsa seht ihr mit einem Klick auf das rechte Video.